Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und es geht mal wieder um die Look Fantastic Beauty Box. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, der Brexit hat sich auch hier so ein bisschen bemerkbar gemacht, um das mal so zu sagen. Die Box hat ein etwas anderes Design. Also ich glaube, ne, man sieht es ja an diesem Schriftzug. Und diese Box wurde mir jetzt auch geschickt aus Deutschland, aus Orkila oder sowas. Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist irgendwas in Deutschland. Hinten hinter mir liegt Sammy und schmatzt ein bisschen vor sich hin. Das darf er gerne machen. Genau. Also ich bin gespannt. Ne? Die kam jetzt auch ein bisschen später. Ich glaube, normalerweise kommt die doch relativ zu Anfang des Monats. Und heute ist der 11.1. Ich würde sagen, wir gucken mal in diese lavendelfarbene Box hinein. Da befindet sich Beauty, also quasi Pflege, Schminke. Ja, genau. Und die kostet zwischen 15,50 Euro im Jahresabo, dass du die für 12 Monate abschließt, ne? Dass du die quasi, also für 15,50 Euro pro Box und Monat, bis hin zu 20 Euro pro Box und Monat, wenn du die im flexiblen Abo holst. Ich persönlich habe die Jahresabo-Variante und lasse das auch immer so weiterlaufen und bin jetzt gespannt, was die sich im Januar überlegt haben. Was steht denn hier drin? All that you are is enough. Alles, was du bist, ist genug. Ja, das ist ja nett, ne? Finde ich nett, finde ich freundlich, begrüßt mich schon mal positiv. Da können wir drauf aufbauen. Okay, die Box sieht auch ein bisschen, ich weiß nicht, das Papier sieht anders aus. Irgendwie, irgendwas hat sich hier getan, Leute, ne? Na, guck mal, wir riechen mal. Sammy, ist nichts für dich. Ich rieche nichts. Mal gucken. Oh. Ich glaube, ich habe sie schon ein bisschen verfleddert hier. Okay, ich sehe sehr, 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 sehr viel Pflege. Und wir haben ja 5 Beauty-Produkte hier drin in einem recht hohen Warenwert immer. Und ja. Das erste, was ich hier rausnehme, ist ein Produkt, was mehr so Richtung dekorative Kosmetik geht, weil es ist ein Tool. Und zwar von SoEcho ein Complexion Sponge, also quasi ein Foundation-Schwämmchen. Ne? Mit dem kannst du deine Complexion, also deine Base-Produkte einarbeiten. Super soft and cruelty-free. This Complexion Sponge is perfect for flawless custom coverage with liquid foundations. Ja, das kannst du halt alles machen, um dir da entsprechend dann deinen Kram einzuarbeiten. Benutze ich auch immer Schwämmchen. Also nein, Sammy, das ist kein Schwämmchen für dich. Der mobst mir auch gerne meine Schwämmchen. Mittlerweile sind sie in meiner Schublade. Und das ist sehr weich. Von SoEcho habe ich auch schon auf der Look Fantastic Homepage, weil die haben ja auch so einen Online-Shop, wo man ja auch Produkte bestellen kann, habe ich tatsächlich auch schon Pinsel gesehen. Das ist ja alles sehr ökologisch, sehr öko halt, ne? Wie der Name schon sagt. Das ist so ein verfressener kleiner Mr. Wow. Ja, da hinten sind noch mehr Yams für dich, ne? Ich bin aber auch selber schuld, dass ich ihm das immer gebe, ne? Ja, ich belohne sein Betteln. Ich weiß, ich weiß. Genau, hier steht auch drauf, 100 mal ein Schwämmchen ist gleich ein Baum. Ach, das ist natürlich cool, ne? Pflanzen die dann quasi einen Baum für uns? Würde ich ja feiern. Und ich muss auch gestehen, dass ich noch kein grünes Schwämmchen habe. Hier haben wir eine relativ flache Seite. Alles andere ist dann halt ganz normal rund, ohne irgendwie eine abgeflachte Seite oder so, ne? Aber damit kann man sich so auf jeden Fall die Foundation auftragen und mit dieser Spitze dann unter den Augen. Doch, finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Nicht runterfallen. Das ist nicht für Sammy. Dann habe ich von SVR, Laboratoire Dermatologique, Hydraliane, Leger. Ist das irgendwo... Hydraline, es ist auch nicht besser. Intense Moisturizing Cream. Okay, das ist eine Feuchtigkeitscreme mit 40 Millilitern. Das kommt aus Frankreich, steht hier hinten auch drauf. Finde ich interessant, aber Frankreich und England sind ja auch relativ nah beieinander. Ne? Von daher passt das schon. Ich vermisse gerade so ein bisschen dieses Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Das habe ich hier nicht mit bei. Ich denke, das ist so ein bisschen untergegangen, ne? Bei dieser ganzen Brexit-Geschichte. Ja, deswegen. Da steht nämlich normalerweise auch so ein bisschen was zu den Produkten drin. Da stehen die Preise mit dabei und so. Habe ich jetzt hier nicht, aber gut. Etwas, was ich großartig finde, ist von Starskin Nourishing Double Layer Hand Mask Gloves. Sowas würde man sich nicht normalerweise kaufen. Und dafür sind für mich Beautyboxen halt auch irgendwo ein Stück weit da. Ne? Das ist eine recht hochpreisige Marke. Und solche Handmasken würde man sich wahrscheinlich nicht kaufen. Ich habe mir noch nie selber Handschuhmasken gekauft. Ich habe mir dann einfach dicke Handcreme drauf gemacht und dann so Baumwollhandschuhe drüber gezogen oder sowas. Ne?
bringt einen einfach nochmal auf so einen ganz speziellen Luxusmoment und das finde ich ganz cool. Hollywood Handmodel, ja, natürlich. Und das können wir gut gebrauchen, Leute. Ne? Weil jetzt gerade Handdesinfektion, Hände sind total rissig und trocken und so weiter. Deswegen, die werden rucki zuck gemacht. Werdet ihr dann demnächst im Aufgebraucht-Video sehen. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, ich mache hier sowieso auf diesem Kanal viele Unboxings, Reviews. Ich zeige dir wirklich so gefühlt jede Beautybox, die ihr auf dem Markt finden könnt. Und ja, Aufgebraucht-Videos, ich mache Semi-Videos, ich mache hier so viel. Also falls ihr da nichts von verpassen wollt, dann abonniert mich gerne hier unten. Und das Ganze ist für euch kostenlos und unterstützt mich halt sehr. Also ja, finde ich mega cool. Genau. Ja, dann haben wir hier etwas von Grow Gorgeous. Und Grow Gorgeous ist eine schöne Haarmarke. Also da habe ich auch schon das ein oder andere in der Look Fantastic Box drin gehabt, was mir gut gefallen hat. Intelligent Hair Care. Shine Enhancing Overnight Mask. Und da sind 30 Milliliter drin. Gut, ich bin jetzt tatsächlich ein Abendduscher. Das heißt, für mich ist es dann ein bisschen schwierig. Aber kann ich vielleicht am Wochenende mal verwenden. Das machst du nämlich in die Länge von deinem trockenen Haar. Lässt es wirklich über Nacht drin. Du kannst es aber auch über Tag drin lassen. Ne? Und dann halt abends ausduschen kann man auch machen. Doch. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel so um 5 Uhr jetzt reinmachen würde nach Feierabend, dann könnte ich das drin lassen. Und wenn ich dann um 9 oder 10 duschen gehe, das ist auch lang genug drin gewesen, denke ich mal, ne? Ja, genau. Das finde ich aber ganz nice und sowas mag ich auch ganz gerne. Ist bestimmt auch zu, genau. Ja, und das soll die Haare ausbalancieren. Da riechst du jetzt nichts durch, ne? Aber sowas finde ich interessant. Auch sowas, Beautyboxen-Produkt, absolut. Sowas würde ich mir auch nie so im Laden kaufen. Hier haben wir jetzt ein Produkt von Sleek mit drin und zwar den Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream. Ich weiß nicht, warum die ständig diese Matte Me Ultra Matte Lip Cream Gedönsen da reinpacken. Es ist nicht meine Welt. Also ich habe jetzt hier die Farbe Roasted Almond, also quasi geröstete Mandel. Ich mache das ja jetzt dieses Jahr so, dass ich wirklich aus allen Beautyboxen, die so bei mir eintrudeln, die ganzen dekorativen Kosmetikprodukte sammle und am Ende des Monats dann auch ein Schminki dazu drehen werde. Deswegen, keep your fingers crossed, drückt mir bitte die Daumen, dass in irgendeiner anderen Beautybox noch irgendein anderer Lippenstift drin ist. Ansonsten werde ich den halt ausprobieren. Wobei, vielleicht ist der ja auch geil. Also ich habe den mal in einer sehr dunkel-lilanen Farbe gehabt. Das war sehr spacig, sehr cool auch irgendwie, aber nicht ganz so meine Welt, ne? Farbe finde ich schön, ne? Also das, ja, passt auf jeden Fall. Das ist eine ganz, ganz tolle dunkelbraune, aber nicht ganz, das ist so ein dunkles Nude, würde ich dazu sagen. Ja, so ein Kackbraun ist das, ne? Ja, genau. Und das wäre jetzt schon das fünfte Produkt. Und jetzt haben wir hier noch ein Produkt drin, und zwar das sechste Produkt von Verso, die Eye Cream. Ich glaube, wir hatten von Verso mal in der Goodie Box oder so ein Serum drin. Oder war das auch in der Look Fantastic Box? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Das war doch so super teuer. 7 Milliliter sind hier drin enthalten. Ich glaube, das ist ein sackenteures Produkt, ne? Es ist wieder der Grund, weswegen ich einfach Beautyboxen mag, Leute. Ne? Solltet ihr übrigens Bock drauf haben, auch diese Beautybox geil zu finden, dann schaut in die Infobox oder verwendet den Code, den ich euch irgendwo mal eingeblendet habe. Jeder normale Abonnent bekommt nämlich so einen Freunde, wir haben Freunde-Code oder Link. Und dann bekommt quasi derjenige, der über diesen Link bestellt, Rabatt. Und ich bekomme dadurch quasi Look Fantastic Points oder Beauty Points oder sowas und kann dann in dem Online-Shop vergünstigter einkaufen. Genau, genau. Ne? Also eine Win-Win-Situation. Nourishing Formula for Skin Around Eyes. Und das finde ich auch nett. Guck mal, hier steht es auf Deutsch. Die reichhaltige Formel der Verso Eye Cream nährt die empfindliche Haut rund um die Augen. Ja, nett. Das soll ja auch eine Augencreme machen. Und die ist nur 3 Monate haltbar. Ne? Deswegen mache ich die jetzt nicht auf. Bin ich sehr gespannt. Also stay tuned. Ne? Vielleicht mache ich die demnächst dann mal auf. Und dann kommt jetzt aufgebraucht Video. Aber wir haben jetzt hier schon als Start in 2021 eine Box gefüllt mit 6 Produkten anstatt von 5 Produkten, was ich cool finde. Ich glaube auch, dass wir hier, das seht ihr gar nicht, ne? Ich habe es aus dem Blickfeld herausgestellt, das ist auch 1A, dass wir hier mit den Produkten einen relativ hohen Wert haben, allein durch diese Verso-Cream, auch diese Gesichtscreme von SVR, hört sich auch sehr spektakulär an. Grow Gorgeous ist auch eine sehr hochpreisige Marke. Ich weiß, dass Echo Tools eine erschwingliche Marke ist, um das mal so zu sagen. Starskin ist auch gar nicht mal so günstig. Also wir haben hier schon einen Klopper drin, ne? Also hat mir gut gefallen, war ein interessanter Einstieg. Was ich jetzt schade finde, ich weiß leider nicht, was das Thema der Box ist, ne? Also ich würde es jetzt assoziieren mit pfleg dich und komm gepflegt ins neue Jahr. Irgendwie so. Nimm dir ein bisschen Zeit für selbst,
Spa, weil so machen die das ja meistens zum Januar. Es waren gerade dreimal hintereinander in Reihen, Leute, voll krass. Ja, also da würde es auf jeden Fall zum Thema der Box passen. Wie gesagt, mir fehlt das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Aber mir hat der Inhalt gut gefallen und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!